So, guten Morgen zusammen, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, wir gehen auch gleich direkt rein. Nur kurze Infos, was Skin-Verlosung betrifft und Custom Game mit Preisgeld betrifft. Bei den Custom Games sieht das Ganze derzeit so aus, dass der Erstplatzierte schon wieder 6 Siege hat. Gruß geht da schon mal raus an Thailand. Dann Leo hat 3 Siege, Devson 2, Yasin 2, Phantom 2 und der Rest jeweils einen Sieg. Erstmal Gruß an alle auf jeden Fall, die mitmachen. Da haben wir jetzt eine kleine Planänderung. Nämlich derzeit sind wir ein bisschen weniger Spieler als das letzte Mal bei den Custom Games. Ich weiß nicht, ob die ersten schon aufgegeben haben. Aber nochmal, denkt dran, es geht um den Spielspaß. Einfach Spaß haben im Spiel und nicht unbedingt auf das Preisgeld geiern. Da würde ich sagen, sind die Besseren natürlich im Vorteil, um Gottes Willen. Also wenn auch du Lust hast, mitzumachen, gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren und quasi die Streams verfolgen. Wie gesagt, es geht derzeit um 20 Euro bis zum Jahresende. Derzeit der erste hat halt 6 Siege. So, wenn ihr oben rechts guckt, haben wir nur noch 830 V-Bucks. Liegt daran, ich habe gestern Mansouri den Skin endlich mal schenken können, so dass ich da wieder sagen kann, gut, ich habe keine Schulden, bei gar keinem. Auch Coco hat seine Mighty-Spitzhacke bekommen, weil mit ihm hatte ich geredet, ob er halt die 10 Euro Preisgeld haben wollte oder die Mighty-Spitzhacke. Nach kurzem Überlegen hat er sich dann doch für die Mighty-Spitzhacke entschieden. Erstmal Gruß geht auch daraus. Wenn auch du mitmachen willst bei Skin-Verlosungen, ganz einfach gerne Abo da lassen, Glocke aktivieren und das Wichtigste ist halt mir einfach eine Freundschaftsanfrage schicken an yt-familyhack. So, dann auf Abschicken und dann haben wir das Ganze auch schon geschafft. Warum musst du das Ganze dann bitte machen? Ganz einfach, hat nur folgenden Grund, man muss 48 Stunden miteinander befreundet sein und dann kann man sich halt einfach einen Skin rüberschicken. Ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme von Epic, also da einfach Verständnis haben. Ich kann dafür leider nichts. Ist halt eine Epic-Geschichte. So, hier rechts sehen wir schon. Ist natürlich jetzt immer blöd, wenn ich darüber rede. Ihr seht quasi schon, was im Shop drin ist. Also Kylo ist definitiv drin und das Winterfest steht bevor. Also heute werden wir, glaube ich, unsere ersten Aufgaben bekommen. Aber dazu wird mit Sicherheit euch auch noch was kommen. So, dann gehen wir mal rein. Oh. Wir sehen schon, die Star Wars Skins im Tag. Damit hat, glaube ich, so gut wie keiner gerechnet, weil eigentlich sollte da ein dunkler Skin kommen mit einem Star Wars Schwert. Oder sie warten halt bis zum Wochenende, müssen wir einfach mal abwarten, aber die Star Wars Skins sind jetzt erstmal raus aus dem Shop. So, dann gehen wir mal direkt rein hier. Wie gesagt, Kylo ist wieder zurück. Grüße an Monte. Kappa. Mit einem bestimmten Stil. Viele haben ihn natürlich schon gesehen, weil sie den Skin an sich schon haben. Jetzt halt in der Weihnachtsedition, muss ich sagen, feiere ich auf jeden Fall deutlich mehr als den Skin. Aber die Weihnachtsedition, die sieht schon nice aus. Auch von hinten, also ein ganz gechillter Weihnachtsskin. Auch von hinten sieht man eigentlich nicht mehr, dass es ein Hund ist. Lässt sich also auch für die spielen, die eigentlich gar keinen Bock haben auf den Skin. Aber so lässt es sich halt, ihr dürft halt nicht vergessen, man sieht den Skin immer von hinten. So, Maus hat wieder keine Lust mitzumachen. Lol. Ah, Skin wechseln geht gerade nicht. Wie gesagt, so sieht er normal aus. So ist die Weihnachtsedition, feiere ich eigentlich ganz, ja, definitiv in Ordnung. So, des Weiteren haben wir dabei der Weihnachtsbraten. Kurz reinhören. Das hört sich schon eklig an. Das hört sich echt an, als würdest du mit dem Braten gegen die Wand hauen. Aber 1200 V-Bucks, aber wie immer müsst ihr selber entscheiden. Wird wahrscheinlich so auch erstmal nicht mehr wiederkommen. Wahrscheinlich wenn überhaupt erst nächstes Jahr. So, dann haben wir noch den festlichen Feuerhydrant. Wie man auf die Idee kommt, muss ich auch nicht verstehen. Weil was? Ja gut, ein Hund pinkelt zwar gerne gegen Hydranten, aber den deshalb als Rückenaccessoire, aber für 200 V-Bucks macht man da natürlich auch nichts verkehrt. So, das war schon mal hier vorne. Dann haben wir hier Herzschmerz, die Klingen. Ja, hört sich normal an, aber für alle Zweihand-Fans, so wie ich auch einer bin, ist die Spitzhacke definitiv zu empfehlen. So, dann haben wir natürlich Steinherz selbst nochmal dabei.
Der Skin an sich ist eigentlich recht beliebt, aber meistens wegen den Flügeln. Und die Flügel sind halt echt nice. Oh, merkt ihr was? Wir kriegen mal wieder das Rückgrat, das war richtig angezeigt. Nämlich auf dem Skin, wo die gerade im Shop sind. Danke Epic Games, erstmal danke dafür. So sieht man nämlich mal, wie der Skin wieder komplett aussieht. Also die Flügel finde ich echt nice. Der Skin an sich, ja, Geschmackssache, aber ist eigentlich auch locker spielbar. So, die haben wir. Dann gehen wir mal rüber zu Limonus. Der Skin, eigentlich feiere ich den. Er ist schon nice, aber man fällt halt wieder deutlich auf der Map. Aber von hinten, definitiv, Grüße an alle türkischen Zuschauer. Sieht ein bisschen aus wie der Halbmond von der türkischen Flagge. Und dann das passende Rückenaccessoire. Ja, auf dem Skin passt das Ganze natürlich wieder wunderbar. Aber sonst, ja, ich glaube, auf anderen Skins sieht es ein bisschen komisch aus. So, und dann haben wir die Astralaxt, die auch sehr beliebt ist bei euch. Das weiß ich, weil man sieht sie wirklich sehr oft. Also die ist schon episch, im wahrsten Sinne des Wortes. So, dann Splitterbruch. Die Tarnung gefällt mir definitiv. Die ist nice, die Tarnung. Also wenn einer auf Tarnung steht, ich glaube hier, die kann man deutlich weiterempfehlen. Auch die Pistole sieht natürlich nice aus. Auch da sieht es auch noch geil aus. Ja, auf dem Boot, ja, geht so. Aber so an sich ist die Tarnung, doch, die gefällt mir. Definitiv. So, dann noch der passende Gleiter, Arcana. Vorhin hatten wir den nicht umsonst. Ich kann mal gucken. Ne, ich habe ihn definitiv schon mal nicht, aber einige müssten ihn eigentlich haben, wenn ich mich nicht irre. So, das war der Gleiter. Dann der Traumskin. Der gefällt mir natürlich wieder richtig gut. Für 1200 V-Bucks ist es auf jeden Fall das Geld wert, in dem Sinne würde ich sagen. So, dann haben wir den Schaltkreiskiller. Ist ein OG-Skin, nämlich Season 1. War, glaube ich, auch schon lange nicht mehr im Shop drin. Aber Season 1 Skins, denkt dran, sie können auch wieder richtig selten werden, wenn sie auf einmal gar nicht mehr kommen. So, dann haben wir Glitter drin. Ich glaube, gefühlt zum 100. Mal. Dann haben wir die Angelmeisterin wieder drin. Passt natürlich wieder perfekt, aber halt, das könnte auch in meinen Augen ein 800er wie. Oh ne, der hat noch 12 Stile. Einmal halt den gelben Stil, einmal den. Der gefällt mir natürlich wieder besser. Ich sage ja, dunkle Seele. So, dann haben wir noch wahre Liebe. Gerade nochmal. Du, ich, Liebe. Hallo. Dann haben wir das Flattervieh. Er ist auch ein bisschen krank, ey. So, und Zahnseidenwirbler. Aber nicht die OG Edition, sondern die neuere. Erstmal Gruß geht da nochmal raus, wer mir das nochmal damals geschenkt hat. Wie gesagt, ich nehme gerne Geschenke an. Wer macht das nicht gerne? So, dann danke schon mal fürs Shop gucken. Wir gehen gleich noch schnell rüber in Rettet die Welt, gucken, was da so los ist. Wenn ihr euch was im Shop kauft, denkt dran, vergesst nicht meinen Creator-Code einzutragen, getragen. YT-FamilyHack, weil dadurch werden halt die Custom Games und alles andere finanziert. So, dann war es das hier erstmal mit dem Shop. Wie gesagt, hier gibt es leider sonst nichts. Ne, es gibt wirklich nichts. Star Wars ist einfach aus dem Spiel rausgeholt, quasi. Was Skins betrifft. So, gehen wir mal schnell rüber. Ich muss euch aber leider jetzt schon enttäuschen, es gibt heute keine V-Bucks-Missionen. Also irgendwie da sind sie zurzeit ein bisschen auf Sparflamme, muss ich sagen. Ob das natürlich jetzt an den Events liegt, weil wir da halt so gute Skins haben in den Augen von Epic Games und deshalb nichts bekommen, müssen wir einfach mal abwarten, bis da wieder ein bisschen mehr kommt. So, und ihr wisst ja, denkt dran, immer eure Forschung täglich mal mitnehmen. Damit ihr da nicht zu schwach werdet, falls ihr eventuell doch mal wieder Bock habt zu spielen. So, Item Shop, was gibt's? Superhelden-Lama. Also für 1000 V-Bucks ein Superhelden-Lama. Ihr seht, was drin sein kann.
Und dann würde ich sagen, gucken wir noch mal ganz kurz, was hier im Shop ist. Hier hat es Oryx geändert. Ihr seht ja, ich habe eigentlich doch gestern Abend habe ich doch Dings rettet die Welt gespielt. Gerade die V-Bucks-Mission gemacht, aber mehr ist jetzt hier auch nicht vorhanden. Wie gesagt, wir können mal ganz schnell durchgucken, aber hier dürfte sich eigentlich nichts geändert haben zu den letzten Tagen. Nein. So, und dann würde ich mich freuen natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst, lasst ein Like da und für alle Neuen, ihr wisst ja, gerne meinen Creator-Code benutzen und in dem Sinne würde ich sagen, war's das für heute und haut rein.